As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin, Marco von Ninja, Folge 23. In der letzten Folge erfolgreich unser toller Plan in die Tat umgesetzt. Leider nicht. Haben wir heute die Möglichkeit, das Ganze besser zu machen, denn wir haben unser Unterziel. Wormzy tötet 3 Elitewachen und ich gehe schwer davon aus, dass der Typ, den wir hier in der letzten Folge schon kennengelernt haben, eine solche Elitewache ist. Und heißt es, es empfiehlt sich, den zu lähmen. Ich habe keine Ahnung, wie man den lähmen soll. Da steht er. Bin gerade ein bisschen übervorsichtig. Kann mir nämlich vorstellen, dass der uns mit einem Schuss erledigt. Von hinten werden wir wahrscheinlich nicht ankommen. Da ist alles geschlossen. Also muss es diesen Weg hier. Muss es dieser Weg hier sein. Was ist das da? Ist das ein Schacht? Nein, das ist nur ein großes Gelände. Tja. Wagen wir es. Eingeschlichen? Nicht entdeckt. Ist das jetzt eigentlich sein Sichtkegel? Ich dachte die ganze Zeit, das wäre das Licht der Helmleuchten von diesen Typen. Aber das scheint der Sichtkegel zu sein. Da unterliege ich ja konsequent einem Irrtum. Oioioio. Tatsächlich, der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Ja gut, das macht die Sache natürlich zumindest mal bis jetzt einfacher. Und ich glaube, wir haben schon die Möglichkeit gefunden, wie wir den lähmen können. Nämlich diese Stromkabel hier unter Strom zu setzen. Reagiert er? Nein. Dann machen wir dich nochmal aus und checken hier die Seite. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Ich habe mir letztens den Film Fearless angeschaut. Mit Jet Li in der Hauptrolle. Und da gibt es auch so einen muskelbepackten Protz, gegen den er antritt. Und genau an den erinnert mich der. Ein ziemlich arrogantes Arschloch. Wobei er natürlich im Nachhinein mehr Grips an den Tag gelegt hat, als ich erahnt hatte. Er hat nämlich tatsächlich das Friedensangebot angenommen. So muss es sein, Leute. So muss es sein. Frieden ist besser als Krieg. Mache ich die Tür auf oder mache ich sie nicht auf? Das ist hier die Frage. Mach sie mal auf. Die Dieselwache muss man betäuben, um sie töten zu können. Ja, das ist mir klar. Also muss ich dich jetzt anstupsen, schnell hier runter, Strom anmachen? Ah nein, ich weiß wie. Ich werde hier mal unvorsichtig laut sein. Zumindest habe ich das gedacht, dass ich das kann. Schwupps. Weg ist er. Kommst du? Ja? Boah, das ging aber fix. Da bleibt einem echt nicht viel Zeit, ey. Da bleibt einem echt nicht viel Zeit. Ich dachte, der bleibt da jetzt einen Moment liegen. Das ist schon mal gut zu wissen. Schon wieder. Nein, du sollst ihn runterwerfen. Danke. Jetzt erharte ich aber, dass es hier ein bisschen mehr an Punkten gibt als nur, ich glaube, die bisherigen 250. Okay. Dann eben nicht. Dann gilt es, dich hier zu erledigen. Komm ich da hoch? Nein. Gut, wenn man weiß, dass das. Achso, da ist natürlich, ich habe mich gerade gewundert, warum ich mich nicht fortbewege.
Tja. Wie war das mit diesen Skarabäen? Die fressen eine Leiche auf oder töten jemanden sehr lautstark. Ob ihr mich seht, wenn ich hier durchgehe? Seht ihr mich? Ich weiß es nicht. Ihr müsstet mich sehen, da oben kommt Licht. Vielleicht setzen wir die Skarabäen ein. Und bereiten hier eine Überraschung. In der Hoffnung, dass er dann hier runtergerannt kommt. Einmal hier durch und wir da irgendwie was mit dem Strom machen können. Somit der Plan. Ob die Skarabäen den hier auch erledigen? Ich habe da meine Zweifel. Und zack. Oh mein Gott. Ich habe den falschen getroffen. Oh, er schießt auf mich. Ist der Typ tot? Wird mir nicht angezeigt. Ja, jetzt sind natürlich unsere Skarabäen weg. Wobei, wenn er ihn getötet hat, dann hätten wir doch eigentlich eine Wache derart in Angst und Schrecken versetzt, dass sie jemanden tötet, oder? Drehst du dich um? Dreh dich um. Hinter dir. Guck doch, hinter dir. Zack. Okay, es war über dir. Eine Notlüge, der Situation angemessen. So. Jetzt gucken wir mal, ob der Typ tot ist. Die Skarabäen haben ihn wohl doch aufgefressen. Das heißt, er konnte ihn nicht mehr erschießen. Das heißt, die Idee mit den Skarabäen an sich, jemanden damit in Angst und Schrecken zu versetzen, ist komplett hinfällig. Und wir können es fast vergessen, hier jemanden da zu erschrecken, dass er jemanden tötet. Oder? Ja, genau. Es sei denn, es bietet sich noch einmal eine Gelegenheit an, wie die vorhin vermutlich einmalige. Da haben wir gerade einen Checkpoint gehabt. Gehen wir möglicherweise erstmal nach oben. Sieht mir nämlich stark nach einem Nebenquest aus. Ja, schieben. Okay. Ah, okay, du bist unten. Nein, lassen los. Meine Güte, bist du irre? Oh, ich dachte, ich könnte ihn schneller schieben. Aber da klettert er nur hoch. Schieben. Boah. Das war echt knapp. Okay, da ist noch ein Checkpoint. Ein Blick auf die Karte geworfen. Deutet an, dass es hier oben wohl doch weitergeht. Ach ja, wie man sich irren kann. Was haben wir hier hinten? Nix. Ja, das hier sparen wir uns auf. Gehen wir doch nochmal nach unten. Vielleicht kriegen wir da ein paar Punkte. Nein. Gerne wissen, wer hier gerade auf die Idee kam, da loszulaufen, wo der Laserstrahl noch da war. Den würde ich das Spiel nicht spielen lassen. Ach ja. Ich stelle gerade fest, wir haben hier einen Kronleuchter. Das hätten wir natürlich auch nutzen können. Naja, immerhin zwei Elite-Wachen haben wir schon mal. Insgesamt sind es drei. Boah, was brichst du hier gerade ein? Spiel. Das geht ja gar nicht. Okay. Hoffen wir, dass es hier unten zu einem Nebenquest oder so geht. Bin mir gerade unsicher. Ich bin mir sehr unsicher. Naja gut, im Endeffekt müssen wir dann halt noch einmal zurück.
Gut. Dann hier runter. Okay, dann werden wir dich da holen. Hier komme ich nicht runter, da komme ich nicht runter. Nein. Ich gehe mal lieber hoch. Ich habe Schiss, dass der mich da irgendwie durchsieht. Sehe ich schon kommen. Oder? So. Und ihr wisst, was das hier gerade bedeutet, oder? Wir können hier Angst und Schrecken verbreiten. Das Beste vom Besten. Viel Spaß da unten. Wünscht euch Gaming! Schieß doch! Ah, herrlich, herrlich. Ja, super. Das wird dir aber auch nicht bringen. Der Tod kommt von oben. Ja, super. Doch noch geklappt. Nach all den Strapazen doch noch geklappt. Und gleich mal versteckt. Es gibt auch nochmal massig Punkte, wo wir diesmal echt viele brauchen. Ich glaube 29.000 waren das, oder? 29.000 und den hier haben wir geschafft. Den hier haben wir geschafft. Zwei auf einen Streich. Zwei auf einen Streich. Ja, ja, typisch Game Inc. My violent hunger gropes through the darkness. Braves more than I can catch. Ja, das kann ich nachempfinden. Ich verspüre auch einen Hunger. Nach der Folge muss ich dem mal nachkommen. Hier haben wir einen Schalter. Schauen wir noch, was da oben ist. Nix. Da ist die Frage, was der bewirkt. Und die Antwort ist... Ah, okay, super. Ja, wahrscheinlich ist das Ganze hier ganz anders gelaufen als von den Entwicklern gedacht. Nichtsdestotrotz aber, man hat die Freiheiten, man kann sie nutzen. Und das ist das, was das Spiel auszeichnet. Hoffentlich von den Entwicklern gewollt. Andernfalls hätten sie sich aber einfach gemacht. Nach dem Motto, ja, ja, die werden das schon hinkriegen. Und weil wir es können, jetzt können, nutzen wir doch die Möglichkeit. So viel dazu. Zwei Ziele erreicht in einer Folge. Das Verhältnis kann sich sehen lassen. Oh nein, du bist so weit gesprungen. Haben wir das hier geschafft? Ja, haben wir geschafft. Dann also noch einmal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir dieses Artefakt eingesammelt haben. Irgendwie hatte die Maske da ja eine Wirkung drauf. Aber wir haben es eingesammelt. Gut, die Ziele haben wir. Wir müssen es nicht drauf ankommen lassen. Man könnte vielleicht den anderen Lösungsweg hier mal probieren. Und gucken, wie sich's damit verhält. Schauen wir uns das doch an. Das bietet sich doch mal an. Selten genug die Gelegenheit dafür zur Verfügung gestellt. Dann wird wohl nur einer da unten überleben. Und der wird wahrscheinlich auch ziemlich in Panik geraten. Nur ist dann halt niemand mehr da zum Erschießen. Tschüss! Und er gerät in Panik, kann das sein? Oder sind das die röchelnden Hilferufe der anderen? Er findet eine Leiche, ist das dumm? Hey!
Ihr werdet nicht weggerollt. Ich glaube, ich bin. Wir brauchen mal Luft. Ah, scheiße. Ja, das ist aufwendiger als gedacht. Belassen wir es dabei. Haben es ja nicht nötig. Ich kann mich noch erinnern, dass hier irgendjemand behauptet hat, Frieden über Krieg. Der soll mal einen Kommentar unten reinschreiben. Auf jeden Fall haben wir die Ziele erreicht. Wunderbar. Ja. Also noch einmal das Ganze und diesmal geschickter. Ah, du musst erst loslassen. Das ist genau wie bei diesen Affen in der Wüste, ich weiß es nicht in welcher, die total versessen auf Zucker sind. Das hat man ja gesehen in dem einen Film. Wie heißt der? Die Götter müssen verrückt sein oder so. Und da hat einer von diesen Ureinwohnern Australiens, glaube ich, war es, Zucker in einen Baumstamm reingemacht, wo ein Loch drin war. Dann ist der Affe gekommen und der wollte den halt unbedingt haben. Hat da reingegriffen, den Zucker genommen und hat halt dann eine geballte Faust gehabt, ne, und konnte den Arm nicht mal rausziehen. Und er wollte den Zucker einfach nicht loslassen. Ja, und so ist er in die Fänge des Ureinwohners geraten, aber keine Sorge, der hat ihn nicht getötet. Ibo, der hat ihn nur zu sich holen wollen, hat ihn dann zusätzlich noch mit Zucker gefüttert, glaube ich. So dass der Affe dann total durstig wird und dann konnte er ihm zu der Wasserstelle folgen, die nur der Affe kannte. Was im Grunde keinen Sinn macht bei Zucker, es müsste Salz gewesen sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Guckt euch den Film an, er ist lustig, lohnt sich und wir schauen, was uns hier erwartet. Bevor wir uns hier noch verplappern. Ach, sieh an, eine Leiche. Nein, gleich mehrere Leichen. Das ist ja das erste Mal, dass es Leichen gibt in so einem Nebenquest. Wenn das jetzt Zombies sind, die da aufstehen. Schicksalsraum, leer, aber dennoch nicht unbrauchbar. Haha. Ah, sehr gut. Okay, ist wahrscheinlich klar, wofür man die braucht. Genau. Natürlich die Frage, was haben wir hier? Naja, wird wahrscheinlich nötig sein, weil zu wenige Leichen und zu viele Laserstrahlen. Könnt's mir jetzt natürlich einfach machen. Hier runter. Ja, machen wir das doch. Zack, runter. Weil man da wahrscheinlich ein wenig aufpassen muss, denn... Warte mal, kann ich dich von hier oben auch deaktivieren? Nein. Denn wir können sie nur runterwerfen, nicht aber hoch werfen. Oder so. Aber ich denke, das ist schon der richtige Weg. Wobei im Grunde fast schon der falsche. Hier lang müssen wir. Sonst kommen wir ja gar nicht an den Typen daran. Da braucht man schon ein bisschen Aufmerksamkeit und Grips. Gut, wenn man welchen davon hat. Und runter mit dir. Bis ich eigentlich Punkte bekommen fürs Verstecken. Ich finde das mit dem Weichzeichner hier sehr schön gelöst. Um einem klar zu machen, was man sieht und was nicht. Ihr bewegt euch natürlich. Natürlich. So, jetzt die Frage, wie kriege ich dich hier auf? Okay. Ich verstehe. Lassen wir dich mal vorübergehend da liegen. Oh, die Framerate. Was ist denn da los? Wir haben doch schon deutlich schwierigere Passagen hinter uns gebracht. Okay, also nicht nur für die Laser, sondern auch für den Schalter. Da brauchen wir den zweiten.
ein kleines Wechselspiel. Das hier erfordert ist. Ach, da liegt noch ein dritter. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich dich hier schon gehievt. Jetzt hole ich dich hier vor. Wo kommt denn der dritte her? Hat er sich geklont? So. Zack. Ach ja. Die guten alten Berufe des Leichenschleppers. Sind wir mal wieder tätig. Ach, dich brauche ich ja gar nicht davor zu schleppen. Ich kann dich ja gar nicht herum dran werfen. Wir gehen mal hier. Uiuiui. Wo kommt ihr denn alle her? Müssen wir jetzt wahrscheinlich in gewissen Abständen hier gut platzieren. Das hier könnte vielleicht ein guter Abstand sein. Du gehst nicht. Mach mir keine Angst. Ja, aber wieder mal muss man hier echt hervorheben bei dem Spiel. Ein komplett anderes Rätsel. Das ist doch cool. Also abwechslungsreich geht's hier echt zu. Kann man nicht meckern. Hier müssen wir ein bisschen rüberholen. Unter Umständen. Es ist sehr schön, dass diese Funksignale hier auch ordentlich ankommen. Da hätte ich echt große Bange, wenn ich einer von dieser Wachen da wäre, der sich da entlang bewegt. Ich meine, diese Laserstrahlen, die töten einen. Ne? Was mache ich mit dir? Ich werde da... Ah, okay, okay, okay. Ich muss euch dann doch wirklich exakt platzieren. Gehst du an? Nein. Müssen wir oben rum. Du da hinten gehst noch kurz dich an. Du in der Mitte. Nicht. Dann ziehen wir dich hier einen Ticken rüber. Und dich hier auch. Dann lag ich ja gar nicht so verkehrt, dass wir die da exakt positionieren müssen. Ich hätte gedacht, man kann die noch ein wenig mit sich ziehen. Dann habe ich falsch gedacht. Oh. Na, gehen wir gleich entlang. Und zack, 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 zack. Mensch, wenn ich so agil wäre. Ach, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Tja, wenn man 5 Schritte weiterdenken würde und nicht keinen, wäre das viel besser und viel leichter. Ich dich mit der Leiche hier aus, wenn die nah genug ist. Nein, irgendwie nicht. Näher komme ich nicht ran, näher will ich es nicht wagen. Wie komme ich denn an den Laserstrahlen hier vorbei? Also ich platziere die, ich kletter hier entlang, hier rüber und dann. Boah, näher kann ich echt nicht ran. Die Frage ist, tut mir das überhaupt was? Oh ja, es tut mir was. Ich konnte mich nicht mal mehr umdrehen. Es bringt mich wenigstens nicht um. Ja, was mache ich mit dir hier? Eine Rauchgranate habe ich nicht zufällig, nein. Vielleicht hilft uns das weiter. Oh, wartet mal, wartet mal. Kam gerade der Gedanke, dass einer von denen hier oben die eventuell auch ausmachen könnte. Und aber immer noch die Frage, wie ich den da auskriege. Ja, doch nicht so einfach, wie der Martin hier dachte. Okay, gut. Da liegen 2. Dann müssten wir genug Auswirkungen haben. Ziehen wir dich mal weg. Nein, das wirkt nicht. Wie kriege ich den letzten Laserstrahl da hinten weg?
Ich weiß nicht, wie ich die darüber kriege. Moment. Na? Aufrecht erhalten. Da oben ist nichts mehr. Auf jeden Fall mal das Licht ausmachen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Gucken wir uns nochmal oben um. Vielleicht haben wir da einen Schalter oder so übersehen. Ist da irgendetwas? Nein. Die Fähigkeit möchte ich eingesetzt wissen. Ich sehe nichts. Nichts Auffälliges. Nichts Auffälliges zumindest. Vielleicht hier drin? Nein, da kommen wir ja her. Ja, wie kriege ich den letzten da ausgeschaltet? Positionieren wir euch hier mal günstiger, weil er nicht immer drauf achten muss. Ich hätte gedacht, dass der hier den da unten vielleicht ausmacht. Aber er macht halt nur das Tor auf. Warte mal. Was ist, wenn ich den hier wegmache? Da geht nur das Tor da hinten zu. Okay. Okay, das macht der Knopf. Was hast du gemacht? Was hast du bewirkt? Nein. Dann gehst du wieder auf den Knopf. Was ist das da oben? Na egal, da komme ich eh nicht mehr hin. Leute, wie kriege ich den letzten Laserstrahl hier raus? Das kann ja nicht sein. Jetzt läuft es hier doch recht reibungslos und dann sowas. Das war ein effektiver Sprung. Soll man einfach mal durchlaufen, gucken, was passiert. Ich hätte mir gedacht, man könnte eine Leiche hier ganz nah ran platzieren, sofern möglich. Rübergehen, runterspringen, die dann rüberziehen. Dann ist natürlich die Frage, wie komme ich hier entlang? Wie komme ich da hoch? Boah. Was denn, wenn ich jetzt... Ist das euer Ernst? Muss ich das jetzt verstehen? Also ich habe jetzt gerade gedacht, der Laserstrahl, der tut mir nichts. Aber dann bin ich nochmal reingegangen und hat mir was getan. Lag das daran, dass ich elektrisiert war? Naja, machen wir das hier jetzt noch schnell fertig. Damit wir uns nicht in der nächsten Folge damit beschäftigen müssen. Jetzt probieren wir das doch mal mit diesem Elektrisieren nochmal aus. Vielleicht war das jetzt auch nur Zufall. Ich will es nicht hoffen. Das wäre nämlich etwas, ja, unangenehm. Normalerweise bin ich es nämlich gewohnt, dass mich der Laserstrahl brutzelt. Hat sich auch geklärt, was das hier ist. Wozu es diese Schächte hier oben gibt, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht sollen die einen nur verwirren. Du hier. Oh, schon wieder an der gleichen Stelle, wie es aussieht. Verstehe ich manchmal nicht, warum die Framerate so einbricht. Da haben wir Blitze, Gegner, alles Mögliche. Und nichts passiert. Und dann sowas. Ein paar läppische Laserstrahlen lassen. Und da sehen wir auch, was der Kasten hier macht.
Ja. Der macht nämlich die Tür hier auf. Sofern man das Tür nennen kann. Jetzt stehst du natürlich, liegst du natürlich zu weit weg. Da hinten. Also hier der nächste. So. Nee, Moment. So muss es sein, genau. Immer wieder ein wenig irritierend, das Ganze. Erinnert mich an unser anderes Durchgenudelt von Lassen liegen von The Swapper, wo ich in den Jahren hier richtig Rätselspaß hatte. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Ist auch ein super Spiel, kann ich nur empfehlen. Wer auf Rätsel steht und ja, vielleicht noch ein bisschen eine interessante Story. Vor allem ein Szenario, welches die Existenz in Frage stellt. Gerade auch zu heutiger Zeit ein wichtiges Thema mit Klonen und Menschenversuche in der Medizin zumindest. Kann ich es nur empfehlen. Gehst du an? Du gehst an. Dann bist du etwas zu weit weg. So. Jetzt kommt hier gleich der große Versuch. Der hier bitte auch auf Teufel komm raus funktionieren will. Gucken wir mal, ob die alle ausbleiben. Ah, da oben droht schon wieder anzugehen. Okay. Gut, dann wiederholen wir das Spiel. Hier hoch. Hoch. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das die Lösung sein soll. So. Platzieren wir uns. Und los. Tatsächlich. Wenn wir betäubt sind, reagieren die offensichtlich nicht. Das kann man sich mal merken. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen? Noble and mighty. Your fear is all mercy. Ja, was haltet ihr davon? Die Sache mit dem Laserstrahlen würde mich doch mal interessieren. Schreibt es doch unten in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt, oder abonniert den Kanal. Mich und Jan würden es sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid wieder dabei in der nächsten Folge zum Game Inc. durchgenudelt Mark of the Ninja. Bis dann.